liebe Bücherfreunde in Nadis Bücherwelt. Heute habe ich euch meine Neuzugänge von März, die ich euch noch zeigen möchte. Und es sind für meine Verhältnisse gar nicht so viele Bücher bei mir eingezogen, aber das ist auch echt gut so. Ja, es ist eingezogen bei mir als erstes im Monat März. Der Roman Gut Greifenau Abendglanz, das ist der erste Band einer Reihe, geschrieben von Hanna Kaspian und im Knauer Verlag ist er erschienen. Allein dieses Cover ist doch schon wahnsinnig schön. Also das gefällt mir richtig gut und ich bin sehr gespannt auf den Roman. Wie gesagt, das ist der erste Teil, kostet 9,99 Euro und hat insgesamt 554 Seiten. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Zwischen Tradition und wahrer Liebe. Das Schicksal einer Familie am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Mai 1913. Konstantin, ältester Grafensohn und Erbe von Gut Greifenau, wagt das Unerhörte. Er verliebt sich in eine Bürgerliche, schlimmer noch, in die Dorflehrerin Rebecca Kurscheid, eine überzeugte Sozialdemokratin. Doch die beiden trennt nicht nur der Standesunterschied, sondern auch die Weltanschauung. Für die jüngste Tochter Katharina dagegen, plant die Grafenmutter eine Traumhochzeit mit einem Neffen des deutschen Kaisers. Obwohl bald klar ist, welch ein Scheusal sich hinter der aristokratischen Fassade verbirgt und auch Katharinas Herz ist anderweitig vergeben. Beide Grafenkinder spielen ein Versteckspiel mit ihren Eltern und der Gesellschaft. Beide versuchen, ihre heimlichen Liebschaften zu verbergen und genau wie die Welt um sie herum steuern sie unweigerlich auf eine Katastrophe hin. Ja, ich freue mich sehr auf diesen Roman, auf diese Reihe. Wie gesagt, den ersten Band habe ich mir jetzt mal zugelegt und mal sehen, wie er mir gefällt, ob ich die Reihe dann weiterlese. Aber ich habe eigentlich nur Gutes von diesem Roman gehört. Der zweite Roman, auch den habe ich mir gekauft, der war nämlich runtergesetzt auf 7,99 Euro. Und zwar mal wieder ein Roman von Lisa Jackson W., dem Der Böse ist tot. Schaut euch dieses Cover an. Ja, ich habe früher ganz, ganz viele Bücher von Lisa Jackson gelesen, habe also eine ganze Sammlung, habe auch noch ein paar auf dem Sub stehen, aber der hat mir vom Inhalt her schon sehr zugesagt, nachdem ich den Klappentext gelesen habe. Und dann habe ich ihn mir gekauft. Normalerweise kostet er, wie gesagt, 9,99 Euro für 7,99 Euro bei Weltbild. 652 Seiten hat das Ganze, also auch wieder ein dicker, dicker Schinken. London Danvers wurde als Kind aus dem Haus ihrer wohlhabenden Eltern entführt. Über die letzten Jahre hinweg gaben viele Frauen vor, die lang vermisste Erbin des Hoteldynastie Danvers zu sein. Auch Adria Nash behauptet, London zu sein. Sie kennt sogar persönliche Details, von denen nur London selbst wissen kann. Adria ist wild entschlossen, ihre Identität zu beweisen. Sie weiß nicht, dass es jemand gibt, der ihr glaubt. Jemand, der jede einzelne ihrer Bewegungen beobachtet. Jemand, der nur darauf wartet, zu sehen, wie sie rennt, wie sie schreit, wie sie stirbt. Ich bin sehr gespannt auf diesen Roman. Dann habe ich mir, ich war da gerade in Karlsruhe und bin da irgendwie in den Kaufhaus verfallen, was Bücher betrifft. Und von dem nächsten Buch habe ich auch nur Gutes gehört und ich wollte ihn unbedingt haben. Aus dem Diana Verlag habe ich mir Die vergessene Freundin von Rebecca Martin zugelegt. Ich finde auch dieses Cover wahnsinnig schön. Also es gibt im Moment so tolle Covers, so tolle Bücher, die allein schon vom Aussehen her mich reizen zu lesen. Und ja, wenn dann der Klappentext noch stimmt, was will man mehr? Dieses Taschenbuch oder Klappbroschüre ist es sogar 9,99 Euro.
Es hat 492 Seiten und ist beim Diana Verlag erschienen. Zwei Herzensfreundinnen, ein gemeinsamer Traum und ein schrecklicher Verrat. Frankfurt am Main. Elisabeth Kramer, genannt Elli, ehemals eine berühmte Schauspielerin, ist entsetzt, als sie von den Plänen ihrer Nichte erfährt. Diese möchte eine Festschrift zum 90. Jubiläum des Lichtspieltheaters Odeon schreiben lassen. Ellis Vater gründete das Kino einst und die alte Dame fürchtet nun, dass auch die Recherchen ihrer Vergangenheit aufgeführt werden. Eine Vergangenheit, die sie seit Jahrzehnten verdrängt hat und mit ihr eine lang zurückliegende Schuld. Die Geschichte nahm ihren Anfang im Jahr 1924, als die forsche und doch verletzliche Tonja in Ellis Klasse kam. Eine tiefe Freundschaft begann und sie endete in einer Katastrophe. Ja, hört sich auch toll an. Das sage ich zu jedem Buch. Aber sonst hätte ich es mir auch nicht gekauft, wenn ich nicht finde, dass sich das spannend anhört. Dann habe ich noch ein Mängelexemplar ergattert, was ich auch schon länger wollte. Und zwar Runa von Vera Buck. Im Limes Verlag ist er erschienen. So sieht es aus. Ich habe dafür statt 1999 4,99 bezahlt. Und im Limes Verlag ist er erschienen. Wie gesagt, normalerweise 1999. Wie viele Seiten er hat, kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ist ja noch eingeschweißt. Nicht einmal wir selbst kennen jeden dunklen Winkel unserer Psyche. Was verraten ihre Träume? Man kam nicht her, um zu genesen, sondern um zu sterben. Paris 1884. In der neurologischen Abteilung der Salpêtrière-Klinik führt Dr. Charot Experimente mit hysterischen Patienten durch. Seine Hypnosevorführungen locken Besucher aus ganz Europa an. Wie ein Magier lässt der Nervenarzt die Frauen vor seinem Publikum tanzen. Dann aber wird Runa in die Anstalt eingeliefert. Ein kleines Mädchen, das all seinen Behandlungsmethoden trotzt. Jori Hell, ein Schweizer Medizinstudent, wittert seine Chance, an den ersehnten Doktortitel zu gelangen und schlägt das bis dahin Undenkbare vor. Als erster Mediziner will er den Wahnsinn aus dem Gehirn einer Patientin fortschneiden. Was er nicht ahnt, Runa hat mysteriöse Botschaften in der ganzen Stadt hinterlassen, auf die auch andere längst aufmerksam geworden sind. Und sie kennt Joris dunkelstes Geheimnis. Ich fand, es hört sich so wahnsinnig toll an und was in der Psychiatrie, da bin ich sowieso immer, das lese ich unheimlich gern und bin gespannt, was da auf mich zukommt. Ich muss sagen, ich habe zwar schon das Buch öfters gesehen, aber ich versuche ja immer, mir keine Rezensionen anzuschauen oder zu lesen von Büchern, die ich zu Hause habe. Das möchte ich einfach nicht. Und deswegen weiß ich nicht, wie es abgeschnitten hat bei den Lesern. Aber ich lasse mich einfach überraschen. So, und dann geht es weiter mit einem zweiten Band. Deswegen werde ich da nicht zu viel sagen. Eine ganz, ganz liebe Bücherfreundin hat mich auf diese Reihe aufmerksam gemacht und ich habe den ersten Band verschlungen und er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da musste jetzt natürlich auch gleich der zweite hinterher, damit ich da weiterlesen kann. Und zwar rede ich von den Nightingale-Schwestern. Geheimnis des Herzens von Donna Douglas. Das ist jetzt also, wie gesagt, der zweite Band. Kostet 9,99 € und der zweite Band hat 510 Seiten. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, werde auch nicht den Klappentext vorlesen. Ich habe den auch noch nicht gelesen, obwohl ich ja den ersten Band eigentlich fertig habe. Aber ich möchte mich da einfach wieder reinfallen lassen in dieses Buch und einfach mal abwarten, ob mir der zweite Band auch gefällt.
Es geht da um junge Schwestern, spielt im Jahr, das zweite jetzt 1935. Und damals, ja, man erfährt halt, wie Schwestern damals ausgebildet wurden in der Nightingale-Klinik. Und die mussten ja verschiedene Stationen besuchen. Ja, und es sind eben einige Schwestern, über die man erfährt, wie so ihr Werdegang weitergeht. Und da bin ich sehr gespannt. So, dann geht es weiter mit einem E-Book. Und zwar, jetzt muss ich nur aufpassen, das ist nämlich der zweite Band einer Reihe. Ich blende euch das Cover hier ein. Liebe vergisst nicht aus der Love is More Than Memories 2 Reihe. Geschrieben wurde es von Eva Maria Klima. Und da das jetzt der zweite Teil ist, werde ich da jetzt natürlich nicht den Klappentext vorlesen. Ich lese euch nachher, weil ich habe das dann eben festgestellt, wo ich mir das runtergeladen habe, das Buch, dass es der zweite Teil ist. Und dann habe ich natürlich den ersten Band auch gleich noch runtergeladen, beziehungsweise erst später im Monat, als ich das eben feststellte. Dieser zweite Band kostet 2,99 € als Kindle-E-Book und als Taschenbuch 9,90 €. Er hat 4,9 von 5 Sternen bei 14 Rezensionen. Und 298 Seiten. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Nachher dann mehr vom ersten Band. Dann habe ich ein weiteres E-Book mir zugelegt und zwar Der Schmerzjäger. Es ist ein Psychothriller, der am 13. März 2019 erschienen ist und die Autorin ist Ilona Bulatzel, heißt sie doch. Bulatze, Ilona Bulatze. Sie hat für ihren Roman 105 Kundenrezensionen bisher erhalten. Also das ist wirklich der Stand von heute. 4,8 von 5 Sternen. Das hört sich also sehr gut an. Als E-Book kostet es im Moment 99 Cent, als Taschenbuch 9,99 €. Er hat 278 Seiten und ist bei Independently Publish, also Self-Publisherin, erschienen. Er hatte die Dreifaltigkeit des Tötens für sich entdeckt. Die Jagd, das Erlegen und das Aufbahren. Jetzt würde er alles dran setzen, seine Fertigkeiten zu perfektionieren. Er nennt sich selbst der Schmerzjäger und genießt es, seine Opfer sterben zu sehen. Ihr Tod verleiht ihm Macht und Kontrolle. Die Rituale, die er an den Leichen durchführt, befriedigen seinen unbändigen Hass. Hauptkommissar Jens Sutter und Kommissarin Jasmin Nau werden angefordert, um den brutalen Mord an einer 16-Jährigen aufzuklären. Anscheinend steht dieser in Verbindung mit dem Tod eines Klatschreporters und dem Fund einer unbekannten Frauenleiche. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf gut gehütete Geheimnisse, alte Wunden und ungesühntes Leid. Niemand ist so unschuldig, wie es auf den ersten Blick scheint. Als ein weiterer Mord geschieht, steht fest, dass der Täter die Polizei herausfordern will. Sutters Gegenspieler liegt auf der Lauer. Wie eine wilde Bestie ist er bereit, jederzeit zuzuschlagen, ohne Skrupel, ohne Reue und ohne Mitleid. Ja, der hört sich also schon sehr, sehr brutal und spannend an. Ich werde mal abwarten, was ich zu dem Roman sagen werde. Also ich bin ja jemand, der eigentlich gerne spannende Thriller liest und spannende Psychothriller liest. Da darf es auch ruhig mal blutig sein. Ich darf nur nicht viele Thriller hintereinander lesen, weil dann habe ich so das Gefühl, wir befinden uns nur noch in einer bösen Welt und ja, also da muss ich aufpassen, dass ich dann zwischendurch mal wieder was Historisches lese oder einen Liebesroman lese oder. Also da sind ja keine Grenzen gesetzt. So, dann als nächstes nochmal ein E-Book und zwar PS, du fehlst mir.
Es ist am 2. Oktober 2018 erschienen und ist von Hanna Siebern. Von Hanna Siebern habe ich schon einen Weihnachtsroman gelesen, der mir wahnsinnig gut gefallen hat, und ich bin jetzt auf diesen Roman gespannt. Er hat 115 Kundenrezensionen und 4,7 von 5 Sternen. Also scheint ja überall gut anzukommen. Als E-Book kostet es 3,99 Euro, als gebundenes Buch 19,99 € und als Taschenbuch 12,99 €. 420 Seiten hat das Ganze und ist bei Books on Demand erschienen. Entschuldigung. Stell dir vor, du hast die Liebe deines Lebens verloren und weißt nichts davon. 2 Jahre ist es her, seit Noah Sarah das letzte Mal gesehen hat. 2 Jahre, in denen sie einander nur Briefe schreiben konnten, um sich ihre Liebe zu versichern. Doch als Noah zurückkehrt, erwartet ihn eine böse Überraschung. Sarah ist weggezogen. Und als er sie endlich findet, sieht er sie mit einem anderen. Was ist passiert? Hat sie ihn all die Zeit belogen? Oder ist das Ganze nur ein riesiges Missverständnis? PS, du fehlst mir, ist ein Jugendroman voller Tiefe und Gefühl, herzzerreißend und absolut überraschend. Ja, hört sich auch ganz toll an. Und wie gesagt, ich wechsle meine Genre ja immer gerne ab, und dann tut so ein Jugendroman, ein Jugendliebesroman oder Fantasyroman unheimlich gut. So, wie ging's weiter? Dann gab es wieder ein Taschenbuch. Und zwar habe ich den vom Liana Verlag als Rezensionsexemplar bekommen. Liebe geht durch den Garten von Ulrike Hartmann. Der sieht so aus, ein ganz, ganz tolles Cover, kostet 9,99 € und hat ungefähr 320 Seiten. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ich habe ihn schon gelesen. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Wenn das Leben dir einen Garten schenkt, frag nach Hake und Schaufel. Mit den Händen in der Erde wühlen, die Sonne im Gesicht und als Belohnung eigenes Gemüse ernten? Für Stadtpflanze Anna ein wundervoller Gedanke. Kurzerhand pachtet sie einen verwilderten Schrebergarten. Doch so idyllisch wie in Annas Träumen ist das Leben mit der Laube nicht. Das Häuschen im Grünen ist reparaturbedürftig, der Vereinsvorsitzende gibt sich kleinlich und ihre Söhne spielen lieber am Computer als im Garten. Nur der wortkarge und attraktive Nachbar Paul bietet seine Hilfe an. Wäre da nicht die Anwältin Dr. Sabine Rodenberg von nebenan, die Paul für sich beansprucht? Der Kampf um den Garten und die Liebe beginnt. Ja, wie er mir gefallen hat, das werdet ihr in meinem Lesemonat dann sehen. Und es wird natürlich noch eine Rezension dazu geben. Deswegen sage ich jetzt mal nicht mehr darüber. So, dann ist nochmal ein Rezensionsexemplar bei mir eingezogen, und zwar von einer meiner Lieblingsschriftsteller, Nora Roberts, Licht in tiefer Nacht, ebenfalls im Diana Verlag erschienen. Irgendwie ist mein Monat Diana Verlag. Ja, viele, ne? Liebe geht und durch den Garten ist vom Diana Verlag, und ja, die Nightingale-Schwester von Basta Lübeck, ich glaube, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Also, hier nochmal ein Diana Verlag Roman, Nora Roberts, Licht in tiefer Nacht. Er kostet 9,99 €, ist auch eine Klappbroschüre und hat 558 Seiten. Ich weiß gar nicht, warum ich mir immer so dicke Bücher zulegen muss. Aber ich liebe es. Wenn die Geschichte toll ist, kann es von mir aus nicht dick genug sein. Ja, um was geht es? Sein Lächeln war freundlich, seine Augen dunkel. Ihr größter Fehler war, ihm zu vertrauen. Die prächtige Bodine Range in Montana ist seit Generationen ein familiengeführtes Gestüt. Unter der erfolgreichen Leitung der jungen Bodin Longbow wurde das Anwesen zu einem beliebten Feriendomizil ausgebaut. Doch es liegt ein dunkler Schatten über diesen idyllischen Ort. Als Bodines Tante Elise 18 Jahre alt war, verschwand sie spurlos. Was niemand ahnt, Elise lebt. Nicht weit von ihrer Heimat entfernt ist sie Teil einer Familie,
die sie nicht selbst gewählt hat. Ja, hört sich doch toll an, wo ich das gelesen habe und mir der Diana Verlag dieses Buch vorgestellt hat, habe ich natürlich gleich angefragt, ob ich es haben kann. Zumal Nora Roberts, wie gesagt, die kann bei mir nichts falsch machen. So, jetzt kommen noch ein paar E-Books und zwar Auch wenn du mich vergisst, ein Taschenbuch von nochmal Eva Maria Klima. Am 2. März 2016 ist das allerdings schon erschienen. 4,6 von 5 Sternen bei 56 Kundenrezensionen. Das ist übrigens jetzt der erste Band von dem, oder nicht, irre ich mich jetzt, Moment. Ach, habe ich doppelt ausgedruckt. Ja, das ist nämlich jetzt der erste Band dieser Reihe. Ich habe euch ja vorhin vom zweiten erzählt, ohne zu spoilern, ohne den Klappentext zu verraten. Aber das mache ich jetzt bei dem ersten Band auf jeden Fall. Auch wenn du mich vergisst, wie gesagt, 2. März 2016 ist der schon erschienen. Kostet als E-Book 3,49 Euro und als Taschenbuch 9,99 Euro. Hat 294 Seiten und ich lese euch vor. Als die alleinerziehende Mutter und Hobbyautorin Evelyn zu Recherchezwecken nach Berlin fährt, beschließt sie, ihre Schwester zu besuchen, um die alten Streitigkeiten zwischen ihnen ein für alle Mal zu begraben. Dort begegnet sie Samuel, einem äußerst attraktiven und charismatischen Mann, und erlebt eine heiße Nacht mit ihm. Samuel fühlt sich auf wundersame Weise von Evelyn und ihrem Leben angezogen. Ihm wird jedoch schnell klar, dass er seine sexuellen Vorlieben mit ihr nie ausleben könnte. Daher findet er einen Kompromiss, der ihm als die perfekte Lösung erscheint. Ja, bin ich gespannt. Hört sich auf jeden Fall sehr mysteriös an und ja, ich habe dann nur geschaut, dass es eben im zweiten Band auch um diese Evelyn geht, weil es gibt ja auch welche, die eben zwar den ersten, zweiten Teil nennen, aber dass es verschiedene Protagonisten sind, sodass man es im Grunde genommen doch getrennt oder unabhängig voneinander lesen kann. Aber da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man erstmal, auch wenn du mich vergisst, liest. Dann ist wieder ein Thriller bei mir eingezogen. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Thriller ist. Ich lese euch vor. Schwesternblut von Fiona Lima. 29 Kundenrezensionen hat dieses Buch und 4,6 von 5 Sternen. Als E-Book kostet es im Moment 99 Cent und als Taschenbuch 11,99 Euro. Es hat 393 Seiten und ist eben bei Greedspace Independent Publishing erschienen. Das heißt, die Fiona Lima ist eine Self-Publisherin. Du kannst die Hölle überleben, aber sie wird dich nie freigeben. Ein düsteres Schicksal verbindet die drei ungleichen Schwestern. Sie scheinen Unglück, Verbrechen und Tod geradezu magisch anzuziehen. Grit, die mittlere Schwester, wird eines Nachts verletzt und orientierungslos an einer Landstraße aufgegriffen. Sie berichtet von jahrelanger Gefangenschaft, von Folter und Mord. Die schwer traumatisierte findet Zuflucht bei ihren beiden Schwestern, die ersehnte Ruhe stellt sich jedoch nicht ein. Im Gegenteil. Nun geraten auch die anderen Schwestern in den Fokus einer zerstörerischen Kraft, die ihre Vernichtung zum Ziel zu haben scheint. Die fieberhafte Suche der Polizei nach den Tätern gestaltet sich schwierig. Allzu verschwommen und ungenau sind die Erinnerungen von Grit. Und die Spirale der Gewalt dreht sich weiter, hält immer neue Schrecken parat. Ja, scheint also doch ein Thriller zu sein oder ein Krimi, ich weiß es nicht, ich werde es sehen, ihr werdet es erfahren. So, und als letztes ist bei mir ein Buch eingezogen, auf das ich mich auch sehr, sehr freue. Zwischen uns das Leben von Nicole Beisel. Als Taschenbuch 10,90 Euro, als E-Book 2,99 Euro. Er hat 256 Seiten und ist beim Masoh Verlag erschienen. 3,7 von 5 Sternen bei 6 Rezensionen. Ja, das soll ja nichts heißen.
Wie viel Wahrheit erträgt die Liebe? Wie ein Engel, so kommt sie ihm vor, als Eric Holly zum ersten Mal sieht. Nach einer lebensrettenden Aktion sind die beiden durch eine unsichtbare Macht miteinander verbunden. Doch dann wird Holly eine Aufgabe erteilt, die all ihren Mut und ihre Liebe erfordert. Entschlossen macht sie sich daran, sein Herz vollends zu erobern, um ihre Mission zu erfüllen. Dabei muss sie ihr größtes Geheimnis um ihre wahre Identität bewahren. Schon ein falsches Wort könnte Hollys Existenz gefährden. Doch auch Eric verbirgt etwas vor ihr. Und als er erkennt, dass Holly keine völlig Fremde für ihn ist, droht sein Geheimnis aufzufliegen. Plötzlich geht es um Leben und Tod. Nur die Wahrheit kann sie beide noch retten. Doch gleichzeitig könnte sie das Ende für sie bedeuten. Also ich finde ein toller Klappentext. Ich bin gespannt, wie mir die Geschichte gefällt. Ich lasse mich da überraschen. Ist übrigens am 1. September 2017 schon erschienen. Aber ja, ich fand es einfach interessant und dachte, das kommt auf mein Kindle. So, meine Lieben, das waren meine Neuzugänge vom März. Vielleicht ist für euch wieder was dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt, wie sie euch gefallen haben. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gern in die Kommentare. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, dann müsst ihr einfach auf Abonnieren drücken. Es ist völlig kostenlos und nebendran noch die Glocke. Das ist wichtig, weil nur dann bekommt ihr eine Mail, wenn es von mir wieder ein neues Video gibt. Viele Rezensionen werde ich jetzt nicht mehr als Videorezension drehen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es ja nicht so gefragt ist wie jetzt so Neuzugänge-Videos oder ja, Lesemonate oder, was ich jetzt wieder mehr machen möchte, Buchgeflüster. Das habe ich jetzt erst letztens von der lieben Annie Cherubin aus Black Summer gelesen. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ich verlinke es euch mal in der Infobox oder hier oben irgendwo. Ja, also wenn ihr gern wieder mehr solche vorgelesenen Kapitel haben möchtet, dann schreibt mir auch das in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Newsletter abonniert. Dann werdet ihr über alles immer auf den Laufenden gehalten. Auf meiner Homepage www.nadis-bücherwelt.de könnt ihr diesen abonnieren und dann verpasst ihr gar nichts mehr. So, das war's. Ich freue mich bis aufs nächste Mal. Tschüss!